Nicht deterministischer endlicher Automat, Q0. Ich habe die Möglichkeit, mit einem A in Q0 zu bleiben und nach Q1 zu gehen. Wie starte ich diese Potenzmengenkonstruktion? Der formale Algorithmus ist im Skript abgebildet. Ich mache das einfach mal an dem Beispiel vor. Wir schreiben uns einfach eine Tabelle auf. Startzustand ist der Zustand Q0. So, dann schreibe ich mir in diese Tabelle, mache ich mir eine Spalte für jedes der Symbole meines Alphabetes. Und dann gucke ich mir an, wo kann ich denn landen, wenn ich in Q0 loslaufe und ein A lese. Dann kann ich einmal in Q0 bleiben. Ja, das ist diese Kante, die erste Kante. Und ich kann mit dem Q0 und A in Q1 landen. Ich schreibe also sozusagen einfach die Menge der Zustände hin, die ich von Q0 aus mit A erreichen kann. Das gleiche mache ich mit B. Da lande ich in Q1. Formal hatten wir eben definiert, die Menge der Zustände ist die Potenzmenge. So, wir können das aber eigentlich darauf reduzieren, dass ich sozusagen alle Zustände, die ich jetzt hier in dieser Tabelle aufschreibe, dass ich mir für die immer anschaue, ja, wo lande ich denn da, wenn ich die Eingabezeichen verarbeite. Also ich nehme jetzt sozusagen alles das, was hier in der rechten Tabelle vorkommt, sich gerade erzeugt habe. Das heißt, es ist einmal der Zustand Q1 und ich habe den Zustand Q0, Q1 erzeugt. Ja, die muss ich jetzt hier in die Tabelle eintragen. Bei Q1 und einem A lande ich in Q2. Bei Q1 und B lande ich ebenfalls in Q2. Kann ich mir hier schon eintragen. Q0 und ein A lande ich in Q0. Q0 und ein A lande ich in Q1. Und wenn ich in Q1 bin und ein A habe, lande ich in Q2. Ja, also ich gucke mir jetzt für jeden dieser beiden Zustände hier an, wo komme ich mit einem A hin? Genau das gleiche mache ich mit dem zweiten Zeichen, mit dem B. Wo komme ich mit einem B hin? So, wenn ich in Q0 bin mit einem B, lande ich in Q1. Wenn ich in Q1 bin mit einem B, lande ich in Q2. Wir haben einen neuen Zustand erzeugt, nämlich der Zustand Q0, Q1, Q2, trage ich mir hier unten ein. Ha, der ist nicht ganz vollständig, der Automat. Sehen wir, ich habe beispielsweise kein Ausgangszeichen A aus Q2. Das heißt, hier mache ich mir irgendwie einen Strich hin. Oder leere Menge könnte ich auch hinschreiben. Vielleicht schöner. Leere Menge, und wenn ich einen Q2 habe und ein B lese, dann bleibe ich in Q2. Wenn ich in Q0, Q1, Q2 bin und ein A habe, dann bin ich in Q0, Q1 und Q2. Und wenn ich ein B lese, dann lande ich in Q0, B ist Q1, Q0, Q1, B ist Q2. Und Q2b ist ebenfalls Q2. Q1, Q2 muss ich noch machen. Q1 mit einem A lande ich in Q2. Und Q1, Q2 mit einem B lande ich ebenfalls in Q2. So, das Ding, was wir hier jetzt aufgemalt haben, das ist die Übergangsfunktion unseres deterministischen endlichen Automaten A'. Und jetzt kann ich diesen Automaten zeichnen. Auch wenn da jetzt nur ein Zustand drin steht, rein formal ist es eine Menge von Zuständen, nämlich unser ursprünglicher Startzustand. Das ist Q0. Und dann haben wir den Zustand Q0, Q1. Ursprünglich war der Zustand Q1 der finale Zustand. Ich kennzeichne mal alle finalen Zustände. Das sind nämlich alle die Zustände, die den Zustand Q1 enthalten. Also der ist final, der ist final, der ist final, der ist final, der ist final und der ist final. So, das heißt, da müssen wir einen Doppelkringel drum machen. Da komme ich hin, wenn ich von Q0 aus ein A lese. Dann haben wir den Zustand Q1, der ist auch final. Da komme ich hin, wenn ich ein B lese. Dann haben wir den Zustand Q0, Q1, Q2. Auch der ist final. Da komme ich hin, wenn ich im Zustand Q0, Q1 ein A lese. Und wo komme ich da noch hin? Q0, Q1, Q1, Q2 brauche ich noch. Auch der ist final. Da komme ich mit einem B hin. Von Q1 komme ich zu Q2, jeweils mit einem A und einem B. So, Q0, Q1, Q2, der bleibt mit einem A bei sich selbst. Und mit einem B kommt er zu Q1, Q2. Der kommt mit einem A und B hierhin. Und dann haben wir noch irgendwas für die leere Menge. Auch da gibt es einen Zustand für. Das ist dann typischerweise so ein Fehlerzustand, aus dem komme ich nicht mehr raus, wenn ich mit Q2 ein A lese. Ja, ich könnte hier jetzt auch noch die leere Menge drunter schreiben. Dann wäre es vielleicht irgendwie, der bleibt auch immer in sich selbst. Das ist sowas wie der Fehlerzustand. Das heißt, hier machen wir ein A und ein B dran. Und dann haben wir nochmal Q2. Der blieb, glaube ich, mit einem B bei sich selbst. Das ist der zugehörige
deterministische endliche Automat A'. Also eigentlich ein ganz einfaches Verfahren. Natürlich entstehen mehr Zustände als vorher und man kann ja jetzt mal vergleichen. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Wort nehme, beliebig viele A's, und dann haben wir irgendwie ein B. Also wir müssen jetzt alle Worte akzeptieren, die auch dieser Automat akzeptieren kann, beziehungsweise dass jedes Wort, was von diesem DA akzeptiert wird, ja, das muss auch von dem nicht-deterministischen Automaten akzeptiert werden. Und falls irgendjemand ein Wort sieht, was der eine akzeptiert, was der andere nicht akzeptiert, dann soll er das jetzt mal sagen. Ich glaube, das gibt's. Hier oben ist das nochmal als Algorithmus irgendwie aufgeschrieben. Ja, und so kann ich zu jedem nicht-deterministischen endlichen Automaten, kann ich halt einen deterministischen endlichen Automaten konstruieren.